Zuerst melden Sie sich an Ihrem Server als Systemadministrator an und überprüfen mit folgenden Kommandos, ob der Webserver das Modul Expires lädt. Wenn dieses Modul nicht in dieser Ladeliste der Module enthalten ist, müssen Sie dieses Modul per Hand nachladen. Fügen Sie danach einfach folgende Zeilen in die .ht-Access-Datei in Ihrem Webauftritt ein. Danach dürfte der Browser-Cache bei Ihnen aktiviert sein.